Wusstet ihr, dass wir unser Holz selbst zuschneiden? Im Holzzuschnitt kommen regelmäßig große LKW-Ladungen, wie diese hier mit Hickory-Holz aus Nordamerika an. Die werden hier abgeladen und in der gut belüfteten Halle eingelagert. Hier behalten sie optimale Holzfeuchte zur Weiterbearbeitung. Aus einer Lieferung Hickory in dieser Größenordnung können wir etwa 75.000 bis 80.000 Drumsticks fertigen, wenn die Qualität des Holzes entsprechend gut ist. Die Qualität wird hier zuerst geprüft. Weisen die Bohlen einen krummen Wuchs, Äste oder zu hohen Anteil an Kernholz auf, werden sie direkt aussortiert. Die Bretter werden dann mit dieser wahnsinnig großen Paketkappsäge auf Länge gebracht. Anschließend trennt die Vierblattsäge die Bretter längs auf. Die entstandenen Leisten längen wir mit einer Kreissäge ab, bevor sie im Vierseithobel zu Rundstäben für unsere Drumsticks gefräst werden. Vorproduktion abgeschlossen.